Ich bin's wieder, Chris, und willkommen zur 56. Folge unserer Serie Weg zum Twitch Affiliate. Ja, und wenn ihr einen Livestream auf Twitch beendet, dann habt ihr immer drei Möglichkeiten. Entweder ihr beendet den Stream einfach, oder ihr hostet noch jemanden, oder ihr raidet noch jemanden. Ja, und ich tue immer jemanden hosten oder raiden. Und ja, ich will euch jetzt mal sagen, warum ich euch das auch empfehle. Und was es für Vorteile hat und wie ihr das Ganze auch macht bei Twitch. Ja, zum einen mal, der erste Vorteil ist für mich, ja, ihr gebt euren Zuschauern, wenn ihr offline geht, noch was zu gucken, dass sie nicht so, ja, traurig dastehen, wenn ihr jetzt offline seid. Ja, ich finde auch, dass man das jetzt nicht so sehen muss wie, ja, nicht, dass die jetzt bei dem Streamer, den ich hoste, irgendwie hängen bleiben und dann mich nicht mehr angucken. Ganz ehrlich, das wird meist nicht passieren, und selbst wenn mal Zuschauer dann bei dem Streamer, den ihr gehostet habt oder geratet habt, da irgendwie hängen bleiben und den dann öfter gucken und euch irgendwie gar nicht mehr gucken, da waren es einfach auch nicht ja, die Zuschauer, die zu euch passen, und die werden dann früher oder später sowieso gegangen. Und ja, eure Zuschauer gucken sich auch von alleine ganz viele andere Streams auf Twitch an, auch wenn ihr nicht jemanden hostet oder so. Von dem her finde ich, sollte man da einfach furchtlos reingehen, und ich hatte davon bisher nie einen Nachteil und es ist immer gut gegangen. Ja, der zweite große Vorteil ist für mich, dass natürlich auch die Zuschauer von dem Streamer, den ihr eben hostet oder raidet, meist auch auf euch aufmerksam werden, weil ja die meisten Streamer ja solche Alerts, Benachrichtigungen in ihrem Stream haben. Und dann sehen ja die Zuschauer auch, oha, der hat gerade hier unseren Streamer gehostet. Und so werden auch wieder neue Leute auf euch aufmerksam. Und meist tun sich ja die Streamer dann auch noch bedanken und so. Und der dritte große Vorteil ist natürlich auch noch, dass sich dann oft die Streamer, die ihr halt mit euren Zuschauern gehostet oder gerated habt, dass sie sich dann oft auch, ja, revanchieren wollen und dann eben euch auch mal hosten oder auch mal raiden. Und somit ist es eine Win-Win-Situation für alle. Und es ist bei mir auch schon öfter mal passiert, dass mich dann jemand gehostet oder gerated hat, den ich eben auch schon mal gehostet oder gerated habe. Ja, also für mich hat es wirklich einen Vorteil, und ich kann es jedem von euch empfehlen. Und ja, das Ganze geht jetzt so bei Twitch. Also einmal, ich erkläre euch dann auch noch den Unterschied zwischen Host und Raid. Wusste ich am Anfang nämlich auch immer nicht. Ja, einmal könnt ihr es über einen Chat machen als Streamer. Und zwar mit Slash Host, wenn ihr hosten wollt. Leerzeichen, und dann gebt ihr einfach den Kanalnamen von dem Streamer ein. Oder wenn ihr eben raiden wollt, dann einfach Slash Raid und dann den Kanalnamen von dem Streamer. Ja, falls ihr euch irgendwie außersehen vertan habt, irgendwas außersehen den falschen gehostet oder geradet habt, dann könnt ihr auch machen Unhost. Dann wird der Host beendet. Dann könnt ihr es wieder rückgängig machen. Und das gleiche auch bei Raid, einfach Unraid. Da steht auch, da bricht einen laufenden Raid ab. Ja, dann gibt es auch die Möglichkeit über das Creator Dashboard, was ich meist auch neben meinem Livestream offen habe. Und darüber mache ich das meistens. Und zwar könnt ihr da einfach hier ins Creator Dashboard rein und dann hier direkt im Stream Manager auf der ersten Seite könnt ihr hier auf Kanal hosten oder eben Kanal raiden. Falls es hier bei euch noch nicht ist, dann könnt ihr hier auch auf das Plus gehen und könnt es dann hier in dieser Liste eben finden. Kanal raiden und Kanal hosten, und könnt es dann erstmal hinzufügen, dass es bei euch erstmal hier in euren schnellen Aktionen eben erscheint. Ja, bei Kanal hosten geht ihr einfach drauf. Dann seht ihr hier schon die Kanäle, denen ihr folgt, wer davon gerade online ist und streamt. Dann könnt ihr entweder da direkt einen auswählen, oder wenn ihr einen bestimmten Kanal sucht, könnt ihr hier wieder eben den Kanalnamen eingeben von dem Streamer, den ihr hosten wollt. Ups. Ja, beim Raid das gleiche, ihr geht auf Kanal raiden und hier könnt ihr auch wieder die Streamer direkt raiden, denen ihr folgt, die gerade streamen. Oder halt hier oben in der Suchleiste wieder den Kanalnamen von dem Streamer eingeben und dann hier unten natürlich auf Raid beginnen noch klicken und bei Host natürlich unten auch noch auf Hosten klicken. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht halt hier euer Livestream eben weg. Dann sehen eure Zuschauer nicht mehr euch und sie sehen auch nicht hier euer Offline-Bild. Bei mir ist jetzt hier gerade mein Offline-Bild drinne. Sondern sie sehen dann jetzt halt eben hier den Livestream von dem Streamer, den ihr eben gehostet oder geratet habt. Ja, der Unterschied ist jetzt, beim Host
wenn ihr jemanden hostet, dann bleiben die Zuschauer in eurem Chat drinne. Das heißt, sie sehen jetzt hier den Livestream von dem Streamer, den ihr gehostet habt, sind aber noch auf eurem Kanal und sind nur noch in eurem Chat und können somit ja in eurem Chat mit euren Zuschauern noch weiter chatten, während sie eben den neuen Stream von dem gehosteten Streamer sehen. Und beim Raid ist es nun mal eben so, wenn jemanden raidet, dann kommen die Zuschauer ja komplett auf den Kanal des Streamers, den ihr raidet, und dann sind sie nicht mehr in eurem Kanal und auch nicht mehr in eurem Chat. Das heißt, die schreiben dann auch direkt in dem Chat von dem anderen Streamer rein. Und beim Raid ist ja auch immer von Twitch oben dann noch so ein, ihr kennt, viele von euch kennen das bestimmt, die öfter auf Twitch unterwegs sind, ist dann hier oben immer noch so ein, ja, so ein Rechteck, wo so drinne steht, ja, Raid beginnt oder sowas in der Art, mit so lila und so, schön animiert halt. Und dann sehen halt eure Zuschauer, wann der Raid beginnt. Das geht dann meistens von einer Minute oder so runter. Und dann könnt ihr halt alle da an diesem Raid teilnehmen. Raid ist ja sowas wie ein Überfall halt. Aber auf Twitch ist es was Gutes. Und werden dann eben, sobald die Zeit von dem Raid abgelaufen ist, zu dem anderen Kanal geschickt. Ja, das sind so, das waren jetzt so die Unterschiede zum Host. Ja, wie gesagt, der größte Unterschied ist wirklich mit, dass ihr bei einem Raid direkt in den Chat von dem anderen Streamer auch kommen und nicht in eurem Chat bleiben und auch direkt bei dem anderen Streamer auf dem Kanal sind. Und dass sie hier diese Animation sehen und da am Raid halt teilnehmen können. Ja, Raids sind ein bisschen neuer und ich würde sagen auch noch ein bisschen effektiver, weil es da noch mehr von euren Zuschauern mitbekommen, gerade auch wegen dieser Animation dann hier bei euch im Chat, die dann kommt, am Raid teilzunehmen. Ja, Vorteil von dem Host ist vielleicht noch, dass die Zuschauer in eurem Chat mit euren Zuschauern eben weiter in einer kleinen Runde zum Beispiel noch chatten können und in Ruhe chatten können und noch bei euch auf dem Kanal sind. Aber insgesamt finde ich dann den Raid doch noch ein bisschen besser und der ist auch ein bisschen neuer bei Twitch. Aber ich mach auch sehr, sehr oft Hosts, also könnt ihr ruhig einen guten Mix machen, mal raiden, mal hosten, wie ihr Lust habt. Aber ich mache es eigentlich fast nie, dass ich einfach nur offline gehe. Ich tue immer noch jemanden hosten oder raiden, weil es hat für mich bisher, wie gesagt, nur Vorteile gehabt. Ja, dann soll es jetzt gewesen sein. Das war jetzt alles so dazu, zu dem Thema, was ich jetzt wichtig fand und was ich dazu weiß. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so macht. Mit Hosten und Raiden auf Twitch. Was sind also eure Erfahrungen? Habt ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks? Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Hilfe braucht, schreibt es auch gerne in die Kommentare unten rein. Können wir uns da noch ein bisschen gegenseitig weiterhelfen. Und ja, checkt doch gerne meine Weg zum Twitch Affiliate Playlist ab. Werde ich beim i wieder verlinken und findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Tipps und Tricks, Tutorials zu Twitch, Stream Elements, OBS, alles was ihr zum Livestream braucht und alles was mir geholfen hat, Twitch Affiliate zu werden. Ja, und ansonsten eine kleine andere Sache noch, falls ihr schon öfter mal so Online-Kurse gekauft habt und gemacht habt und damit aber kaum Erfolge erzielen konntet, dann guckt euch auch gerne mal meine 3 Online-Kurs-Booster an, werde ich auch beim i verlinken und ist auch in der Videobeschreibung. Ja, da zeige ich euch eben, ja, welche 3 Tricks eben mir geholfen haben, bessere Ergebnisse mit Online-Kursen zu erzielen, weil ich weiß ja, dass es am Anfang manchmal nicht ganz so einfach ist. Ja gut, dann soll es jetzt gewesen sein. Also bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao, euer Chris.